Jesus erklärt: König David, ich werde den Sieg erlangen, aber bleibt den Nachrichten fern. 2. Februar 2021, Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Herr halte uns alle in seinem Frieden. Amen. Liebe Familie, ich fand es interessant, dass es in der heutigen Abendmahlslesung darum ging, dass David sein Königtum wiedererlangt. Wenn ihr euch erinnert, ich habe vor ein paar Wochen, als all das mit der Wahl begann, den Herrn gesucht und er gab mir die Geschichte von Absaloms Verrat an seinem Vater König David, als er sich in Position brachte, um die Gunst des Volkes zu gewinnen und sie glauben ließ, dass sein Vater, König David, sich nicht so sehr um sie kümmere. Und was in dieser Geschichte geschah, ist, dass Absalom tatsächlich zum König gesalbt wurde und dann kurz danach verfing sich sein Haar in den Ästen eines Baumes und er starb. Das Königreich wurde zurück in Davids Hände gegeben. Aber das war ein sehr, sehr schrecklicher Verrat, den David in seinem Leben durchlebte. In dieser Geschichte beeinflusste Absalom das Volk, um es in sein täuschendes Netz zu ziehen. Er saß am Stadttor, was so etwas wie der Marktplatz war oder das antike Äquivalent von Facebook und Twitter. Durch Täuschungen und Intrigen gewann er die Herzen des Volkes und ließ sich zum König erklären. Nun in der heutigen Lesung bekam David sein Königreich zurück. Der Herr hat mich in die Pflicht genommen, den aktuellen Dramen nicht zuzuhören und auch nicht die Details dazu ausfindig zu machen. Also habe ich mich zurückgehalten, Dinge nachzusehen, sogar aus guten Quellen. Ich denke jedoch, dass es wirklich bemerkenswert ist, dass die heutige Lesung von der Wiederherstellung des Königreiches handelte. Und ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber das Weiße Haus ist jetzt seit 11 Nächten leer und komplett dunkel. Alles ist umzäunt und dunkel. Mir wurde klar, ihr Lieben, dass der Herr möchte, dass wir den Geschichten, die draußen die Runde machen, nicht zuhören. Denn vieles ist nur Klatsch und Tratsch, eine psychische Manipulation der Massen oder besser gesagt, sogenannte Psyops. Das Militär oder wer auch immer versucht, den Schafen das Fell über die Ohren und Augen zu ziehen, heuert Schauspieler an, um Dramen zu spielen, die benutzt werden können, um Unruhen zu verursachen und sogar die Meinung der Menschen über einen großartigen Präsidenten bis zum Punkt zu senken, wo sie anfangen, ihn zu hassen. Dies ist ein Krieg der Worte und Informationen, Ereignisse und Meinungen, um die Massen zu beeinflussen, die ihre Hausaufgaben nicht machen und stattdessen nur nebenher hüpfen und den Massenmedien vertrauen bezüglich der Verifizierung der Dinge, während sie sich zurücklehnen und ihr Abendessen und Bier genießen. Solche Bürger können leicht manipuliert und in die Irre geführt werden. Der Herr will nicht, dass wir uns an irgendeiner Form von Tratsch beteiligen. Und er will auch nicht, dass wir Menschen beeinflussen in einer Zeit, wo sich Informationskriege zwischen Fraktionen abspielen. Also musste ich einen Schritt zurück machen und Abstand halten. Die Wahrheit ist, dass der Herr mich wissen lässt, was ich wissen muss, aber nicht unbedingt, was ich wissen möchte. Neugier ist für mich eine große Versuchung. Aber ich muss zugeben, dass ich mir auch nicht unbedingt den Geruch von Sumpfwasser in meinen Haaren und in meinem Gehirn wünsche.
aber, falls ihr euch fragt. Ich glaube, dass es eine große Zeit der Neuordnung und Umstrukturierung geben wird. Nicht nur in Amerika, sondern auch auf der ganzen Welt. Wenn die Menschen aufwachen und erkennen, wie sie von korrupten und kontrollierenden Regierungen getäuscht wurden. Der Herr hat uns davon schon vor Jahren erzählt. Ihr Lieben, es geschieht bereits auf der ganzen Welt. Viele Länder sind aufgewacht und verändern Dinge, die die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen für die Menschen, sogar in China. Wow, es geschieht überall. Herr, bitte, teile dein Herz mit uns. Jesus begann zu sprechen. Du hast gut über die Veränderungen gesprochen, die stattfinden. Es ist wahr, viele Menschen, die in anderen Nationen leben, die um ihre Stimme betrogen wurden, erheben sich. Dies ist ein Teil des Bewusstseins von mir. Es ist eine Bewegung meines Geistes, um diese Welt zur Besinnung zu bringen. Diese Nationen haben im Ist-Zustand geschlafen und das, was sie in Amerika sehen, wollen sie auch für sich haben und sie sind bereit, aufzustehen und dafür zu kämpfen. Mein Geist bewegt sich, Claire. Ich wecke die Welt auf für die Realität, unter der sie gelebt haben. Dies muss geschehen, damit eine Wiederbelebung stattfinden kann. Es gibt jene, die in die Enge getrieben wurden. Hier spricht er von Politikern. Sie wurden gezwungen, abscheuliche Dinge zu tun, weil sie ihr Leben nicht aufgeben wollten. Mit anderen Worten, man hat ihnen ein Ultimatum gestellt. Du wirst dies tun und ich werde dich dabei filmen und wenn du es nicht tust, werden wir dich auf der Stelle töten. Sie wurden mit einem Ultimatum konfrontiert und haben in ihrer Schwäche getan, was von ihnen verlangt wurde. Und jetzt sitzen sie in der Falle. Sie müssen den Willen böser Menschen tun oder bloßgestellt werden. Deshalb habe ich euch gebeten, für sie zu beten. Einige von ihnen leben jeden Tag ihres Lebens in tiefem Bedauern, da sie gezwungen sind, einer Gesetzgebung zuzustimmen, von der sie wissen, dass sie dieses Land zerstören wird. Es ist eine schreckliche Sache. Bitte, betet für sie. Es ist wahr, meine Leute, dass Nachrichten größtenteils Tratsch sind. Besonders die Massenmedien-Nachrichtenteams sind miteinander verbunden und sie werden erpresst, damit sie gehorchen. Als Folge ist vieles von dem, was die Menschen auf diesen Kanälen sehen, nichts als reine Fiktion. Fiktion, die arrangiert wurde, um euch dazu zu bringen, das Gute zu hassen und das Böse zu lieben. Ich habe euch alle von Anfang an gewarnt, vor über 5 Jahren. Was ihr gesehen habt, ist reines, unverfälschtes Gift, um euer Land zu zerstören und euch in den Irrtum und in die Gefangenschaft zu führen. Aber die gute Nachricht ist, dass sich all dies ändert. Diese Veränderung kam nicht über Nacht, während der Wahl. Diese Veränderung kam vor Jahrzehnten, um den Kurs der Wiederherstellung dieser Nation im Sinne des Volkes zu planen. Deshalb wird diese Nation nicht verschwinden, vielmehr wird sie siegreich sein. Die Planung dieser Schritte wurde sorgfältig über eine große Zeitspanne durchgeführt. Präsident Trump wurde aufgrund seiner Erfolgsbilanz und seines Mutes gewählt. Und er war bereit, alles in seinem Leben für das Volk zu riskieren, sogar seine Familie. Deshalb möchte ich, dass ihr alle im Frieden seid. Ich werde diesen Sieg erringen. Und was kommt, ist herrlich. Aber ihr müsst eure Augen auf mir halten und jeden Tag immer näher zu mir kommen. Denn so, wie das Gute ansteigt, tut es auch das Böse. Denn wir leben in der Endzeit und es stehen große Schlachten bevor.
die gewonnen werden müssen. Meine Schönen, ich rufe euch wieder zu, tretet ins Verweilgebet ein. Bestätigt eure Berufung als meine Braut. Meine Zuneigung zu euch ist rein und intensiv. Und wenn ihr euch der Welt anpasst oder euch vom Schleim der Welt nährt, ist das vergleichbar mit einem geistigen Ehebruch. Ihr müsst euch von der Verseuchung der Welt fernhalten und euch an mich klammern. In dem Maße, in dem ihr euch von der Welt trennt und euch an mich klammert und mir Zeit widmet, mit euch zu sprechen, in dem Maße werde ich euch mit dem verborgenen Manna nähren. Ich selbst werde euch lehren, weil ihr alle anderen Informationsquellen aufgegeben habt. Ihr werdet wissen, was nötig ist. Und kaum etwas anderes. Dies wird auch euren Geist frei halten. Ich weiß, dass das, was ich euch auftrage, für fast alle von euch eine riesige Herausforderung ist. Für Claire ist es das ganz sicher. Aber ich verspreche euch, die Belohnung wird es wert sein. Mein Geist spricht leise zu euch, nicht mit den plärrenden Trompeten der Medien. Sobald ihr euch an meine stille kleine Stimme gewöhnt, werdet ihr bekommen, was ihr braucht, um die aktuellen Ereignisse und was ich in eurer Welt mache, zu verstehen. Wenn mehr nötig ist, werde ich euch darauf aufmerksam machen und ihr werdet die Salbung darauf fühlen. Herr, ich weiß, was du denkst, Geliebte, und ich sage dir die Wahrheit. Dieses Verlangen, es wissen zu müssen, kommt nicht von mir, sondern von dem Bösen. Er will dich ablenken und aus der Bahn werfen. Und wofür? Für ein paar unbedeutende Details? Du kannst meine Bewegung in deinem Herzen fühlen. Halt dich daran fest und mach es zu deiner Realität. Sei zufrieden mit dem, was ich dir gebe. Suche nicht woanders nach mehr. Jedes Mal, wenn du es tust, ist es eine weitere Falle. Es wird jenen Dingen Zeit entzogen, die wirklich wichtig sind. Verstehst du? Ja, Herr, das habe ich gesehen. Es ist wahr und ich habe es gefühlt. Ich fühlte Überzeugung, als ich Zeit investierte, um Berichte zu lesen. Also verbrachte ich den heutigen Morgen damit, diese Dinge zu bereuen. Und der Herr gab mir Psalm 51 als Lesung. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass dieses Verlangen nach Details aus anderen Quellen einem geistigen Ehebruch gleichkommt. Denn er will unsere einzige Quelle sein. Manchmal führt er uns zu einer Quelle, so wie er euch zu diesem Kanal geführt hat. Wobei ich betonen möchte, dass ihr diese Beziehung mit dem Herrn selbst entwickeln und Wege finden sollt, um zu bestätigen, dass es wirklich er ist, oder auch, wenn er es nicht ist. Doch vor allem hoffe ich, dass ihr alle hier Bestätigungen bekommt, wenn ich die Dynamik meines Lebens mit euch teile. Es hört nie auf, mich zu verblüffen, dass das, was bei mir vor sich geht, auch bei anderen vor sich geht. So soll es sein, und es sagt uns, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Danke, Jesus. Später, nachdem ich viel Zeit damit verbracht hatte, darüber nachzudenken, wie ich vom Weg abgekommen war und sogar geistigen Ehebruch begangen hatte, gab er mir dieses Rema von der Webseite. Genug. Schau nicht länger auf dein Elend. Du bist schwach. Blicke auf mein Herz, schöpfe jetzt Kraft aus der Quelle meiner Barmherzigkeit. Deine Sünden sind im Ozean meiner Liebe verschwunden. Ich stieß einen großen Seufzer der Erleichterung aus, als er mich mit diesem Rema segnete. Wie zärtlich er ist, da er weiß, dass mein Herz betrübt und schwer war über meine Schuld. Jesus fuhr weiter. Meine Geliebte, ich vergebe dir, aber ich erwarte auch, dass du dich von jetzt an benimmst.
Bitte hilf mir mit deiner Gnade. Ja, ich bin sehr schwach, aber ich bin willig, mich willig machen zu lassen. Gut, das ist schon einmal ein Anfang auf dem Weg zu einem wirklich guten Ende. Ich liebe dich und ich verstehe, aber was ich mir jetzt wünsche, ist dein Gehorsam. Bitte, Claire, pass auf, dass du nicht wieder in die Falle tappst.